96? 96 ist vollkommen egal, was ich nehme. Ich werde aber auf jeden Fall. Das hätte man sogar schon die 100 erreicht. Die Angefangenen hier nehmen. Ich nehme vielleicht doch mal das Buch. Auch wenn es mir eigentlich in der Seele. Ne, ich kann kein Buch nehmen. Cedar macht es dann wieder so schlecht. Nein, wir machen jetzt eine Bücherverbrennung. Hält zwar nur 18 Minuten, aber ich muss die Bücher einfach verwenden. Alles andere wäre ja aus der Logik her Blödsinn, aber es tut mir schon jedes Mal in der Seele weh, wenn ich irgendwie was, irgendwie Bücher verbrennen muss, egal in welchem Spiel. Papier ist aus meiner Sicht nicht zum Verbrennen. Zumindest keine Bücher. Egal wie schlecht das Buch ist. Es dauert übrigens jetzt nicht mehr lange, dann sind wir auch noch wieder zu stark erschöpft. Jetzt kochen wir uns erstmal was Leckeres. Das Fleisch muss ja genossen werden. Genosse. Genosse Fleisch. Irgendwas sagt mir auch, dass wir nicht bloß an einer Stelle einen Bären finden werden. So, jetzt machen wir uns auch gleich mal 2 Liter Wasser. Exhausted, ja, darauf habe ich gewartet. Es war klar, dass es früher oder später passiert. Das kriegen wir relativ schnell wieder hin, aber die Frage ist natürlich, wie lange wir jetzt noch hier dran arbeiten. Tin of Coffee. Oh, haben wir viel. Ja, ich habe gerade gesehen, wir haben haufenweise Rosengelumpe gesammelt. Das Holz haue ich auch jetzt, glaube ich, auch wieder ins Ding rein. Das ist ein Ohr. So lange nehme ich tatsächlich manchmal auf. Obwohl es eigentlich total bescheuert ist. Die kommen alle in den Kühlschrank. Irgendwann werde ich sie brauchen. Draußen tobt der Sturm. Interessanterweise haben wir noch relativ viel Sicht hier, habe ich das. Seht ihr das? Und wir sind auch nicht so extrem langsam, wie ich das sonst hatte. Ach so, ich hänge. Aber doch, sind wir. Wir gehen mal nach Condition. Das lassen wir auf jeden Fall hier. Das lassen wir auch hier. Was haben wir denn hier? Eine Kugel. Die lasse ich jetzt einfach mal drin. Hier machen wir es mal auch Alphabet, so wie immer. Erst das. Eine darf hier bleiben. Das lasse ich mal. Das Gewehr. Ein Streichholz. Und wir haben ja noch ein Feuerzeug. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Brauchen wir auch nicht. Eingeweide braucht man nicht. Die Leichen braucht man nicht. Gott, 800 Gramm Pilze. 1,8 Kilo Hagebutten. Was sammelt denn so ein Zeug? So, das kann alles so bleiben. Davon würde ich gerne ein, zwei wegtun. Kleidung haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Eins. Bei Material nehme ich mir, glaube ich, noch. Eins nehme ich mir für den Fall, dass ich doch ein Feuer machen muss. Warum sind wir denn so schwer?
Klar, ach so, das viele Fleisch hier, natürlich. Ich hoffe, ihr seht noch was. Ach, wisst ihr was? Okay, da komme ich nicht durch. Machen das jetzt auf die altbewährte Methode. Nur damit ihr auch was seht. Oh, ich kann es eigentlich mal anlassen. Bisschen was haben wir ja noch. Wir gehen wieder ins Ehebett. Ja, ich weiß, du bist aber erschöpft. So, wir gönnen uns ein leckeres Stück. Ach so, ein kleines leckeres Stück Fleisch. Ein größeres leckeres Stück Fleisch. Und natürlich ein bisschen Wasser. Und dann schlafen wir uns mal richtig aus. So bis 10, 8 Stunden Schlaf. Sorgt eigentlich dafür, dass man sich normalerweise wiederholt ist. Ich für meinen Geschmack schlafe meistens nur so um die 5 bis 7 Stunden. Was nicht unbedingt heißt, dass es gut ist. Oh nee. Der Sturm ärgert mich. Den Hunger lasse ich mir mal. Ach, das hat überhaupt keinen Sinn, da rauszugehen. So ein typisches Bleib-im-Bett-Wetter. Muss ich mir auf jeden Fall dann noch was mitnehmen. Den Kaffee lege ich auf jeden Fall nicht raus. Nie wieder. Der wird jetzt verbraucht. Dann ist es um 12. Das sollte okay sein. Wir sind ja auch relativ spät ins Bett gegangen. Ach, da ist noch ein Buch zum Verbrennen. Hier hat man aber auch mehrere Feuerstellen. Food and Drink. Ja, das reicht, denke ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Also, wir haben eine Kugel mitgenommen für unsere Waffe. Ich gehe jetzt aber auch nicht davon aus, dass wir jetzt mega große Schätze finden werden. Hoffentlich sehe ich jetzt was. Es ist zwar ein Sturm, aber man sieht was. Minus 3 Grad. Minus 2 Grad. Ja, das ist okay. Und ich bemängel übrigens immer noch, dass es irgendwie keine gesunden Sachen zu essen gibt. Das Gesündeste, das Frischeste, was man hier kriegt, ist Fleisch. Weil man es selber gejagt hat. Ansonsten gibt es hier kein frisches Obst. Okay, nach 57 Tagen dürfte es wahrscheinlich eh bloß noch Äpfel geben als frisches Obst. Weil alles andere nach 57 Tagen garantiert verfault ist. Äpfel können ja da noch ganz sein. Äpfel haben ja, ist ja das Obst, das einzige Obst, was ich kenne, was wirklich den ganzen Winter überhält, unter Umständen. Wenn es natürlich schmeißt, dann, wenn es eine Druckstelle hat, dann kannst du es natürlich wegschmeißen. Und selbst so überleben nicht alle Äpfel. Aber Äpfel ist das einzige Obst, was sich extrem lang hält. Das einzige, was ich kenne zumindest. Wäre übrigens nett, wenn ihr zufällig noch ein anderes Obst kennt, was sich wirklich, wirklich lange hält. Ohne dass man es einfriert oder sonst irgendwas. Schreibt's doch mal. Ich habe festgestellt, wenn man Zitronen sehr lange stehen lässt, schimmeln die. Relativ schnell dann sogar, wenn es einmal anfängt. Ich habe nämlich mal welche vergessen in dem Schrank. Und dann wurde ich irgendwann freundlich darauf hingewiesen, dass es hier sehr, dass es sehr süßlich riecht. Und dann waren sie weg. Naja. Ehrlich gesagt hat man den Fleck noch, wo die geschimmelt sind, noch gesehen, bis wo ich ausgezogen bin, hat man immer noch gesehen, dass da irgendwas war. Es war jetzt nicht eklig oder so, es hat einfach geglänzt an dieser Stelle. Keine Ahnung warum.
Dieser Wolf, da gehe ich lieber ein Stück weg. Aber hier haben wir, glaube ich, auf der linken Seite alles geschafft. Ich gehe jetzt ganz hinter und dann schaue ich mal, ob ich da irgendwie Möglichkeit finde, rüber zu laufen, um dann möglichst ein großes Terrain mit einmal abzulaufen. Übrigens sehr schlau, hier so rumzutänzeln. Oh, ein Hase. Sein Name ist Hase und er dreht allen eine Nase. Hier ging es zur Station, glaube ich. Genau, da haben wir unsere Waffe her. Ach ja, das waren noch Zeiten, als man keine Waffe hatte. Long Curve. Was könnte ich euch denn noch erzählen? Oh, ich habe eine Psychiatrie besucht und festgestellt, dass man bestimmte Leute einfach weder ansprechen noch sonst irgendwas soll. Weil die einem dann plötzlich nachlaufen und einen auf Französisch volllabern. Ich glaube, dieser Mann war sehr stark geistig verwirrt. Ja, das war ganz komisch. Ich habe eigentlich nur guten Tag gesagt und dann läuft er mir, Bonjour, Monsieur, bla bla bla, keine Ahnung, ich spreche kein Französisch. Ich habe nur gemacht, dass ich wegkomme. Weil irgendwie hat mir dieser Mann Angst gemacht. Ja, okay, nicht Angst, aber ich habe keinen Bock gehabt, mich mit denen auseinanderzusetzen. So schnell macht man mir jetzt schon keine Angst, aber das war schon merkwürdig. Übrigens, ich war nicht eingewiesen, wenn ihr das wissen wollt. Ich war da im Grunde nur so, sagen wir, zum Besuch. Das trifft es eigentlich schon ganz gut. Oh, was sieht denn da? Oh. Das war anscheinend der letzte Farmarbeiter. Die Männer hier müssen. Oh, was ist das denn? Ah, eine Mütze. Ich dachte, das ist ein Blutfleck. Die Männer hier müssen. Hier gibt es nur Männer. Es gibt keine Frauen und keine Kinder. Das ist so komisch. Obwohl, wenn man ein totes Kind findet, ist es auch sehr tragisch. Apropos Männer und Frauen, Frauen und Kinder zuerst, warum eigentlich? Im Zuge der Gleichberechtigung sage ich, wenn ein Schiff sinkt, sollen die Frauen gefälligst mit absaufen mit den Männern. Nur um mal die Fronten klar zu klären. Ist total unfair. Oh, Wolf. Ist total unfair, du bist unfair! Ich versuche eigentlich gerade nur, irgendwelche nützlichen Sachen wie diese Leichen zu finden. Die Beardmans Leichen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Teil hier der Farm ziemlich verwolft ist, während der andere vollkommen leer ist. Wenn verwolft überhaupt ein richtiges Wort ist. Ach ja, ist das. Ach, Rea. Wenn ich Lust hätte, könnte ich sie jetzt in die Wölfe laufen lassen. Mann, jetzt, wo ich denn die Leiche gefunden habe, habe ich das Gefühl, da könnte überall was sein. Ich glaube, da hinten werde ich ja nicht fündig. Ein Bär! Es ist doch ein Bär. Ein Schwarzbär. Oder ein Grizzly. Sieht zumindest schwarz aus, wahrscheinlich ist er braun. Sollte ich es wagen, ihm nach seinem Pelz zu fragen? Nimm die Knarre in die Hand. Und er kriegt gleich eins drüber. Naja, er kriegt keins drüber gebrannt. Oder übers Fell gebrannt, von mir aus auch das. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, ich muss nicht so weit laufen, um einen Bären zu finden.